Trainer, Wurftraining. Hier können wir durch Betätigen des Triggers einen Ball werfen. Das heißt, wir können den Ball werfen, müssen das Ziel, das über dem Feld schwebt, treffen. Wenn das Ziel getroffen wird, wird ein neues Ziel gespawnt, das wir dann anschließend auch versuchen zu treffen. Jetzt werde ich in die nächste Szene gehen. Trainer, Routentraining. Hier befinden wir uns in der Szene, in der wir den einzelnen Teammitgliedern dann sagen können, welche Route sie laufen sollen. Ich werde jetzt beispielsweise den Spieler zur rechten Seite eine Post laufen lassen. Spieler, Post. Wenn er diese Post läuft, kann ich ihn anwerfen. Falls ich treffe, wird er grün. Auf das Signal, das Set hat, läuft der Spieler los und ich kann jetzt versuchen, ihn anzuwerfen. Genau. Möchte ich diese Route auf der linken Seite sehen, kann ich einfach sagen, Spieler links und gebe hier dem auch wieder dann die entsprechende Route. Spieler, Post, Set, hat. Genau, jetzt ist er grün. Da ist einfach ein Trigger außenrum, der die Farbe des Game Objects verändert. Nun gehen wir zur letzten Szene des Spiels. Trainer. Spielzugtraining. Hier sind aktuell noch keine Spieler auf dem Feld. Mit einem Aktivierungswort kann ich dann meinen Mitspielern einen Spielzug nennen, den dann alle laufen werden. Team Spread Right Outs. Hier sieht man mit Hilfe der Linien auf dem Spielfeld, wo jeder einzelne Spieler hinlaufen wird. Durch das Aktivierungswort Set hat laufen wieder alle eine entsprechende Route und ich kann einen entsprechenden Receiver anspielen. Set hat.